In diesem Video geht es noch einmal um die Methode der finiten Differenzen im Zeitbereich, auf Englisch Finite Differences in Time Domain oder abgekürzt mit FDTD. Bloß, dass sich das Ganze hier jetzt eben für eine zweidimensionale Wellengleichung mit zwei Raumdimensionen zeigen will. Wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man das entsprechende Video für die eindimensionale Wellengleichung gesehen haben, da ich ganz viele Ergebnisse aus diesem Video einfach hier wieder verwenden werde, um mir eine lange Herleitung zu sparen. So, wenn man sich diese 2D-Wellengleichung jetzt mal im Detail anschaut, dann taucht da eben wieder eine zweite zeitliche Ableitung auf. Die gesuchte Funktion wäre zum Beispiel mal wieder eine Feldstärke, die nenne ich E, weil das die Zeitfunktion ist, die kontinuierliche Zeitfunktion nenne ich die klein e und die hängt jetzt eben von den zwei Raumdimensionen x und y und von der Zeit t ab. Und es gibt eben die zweite zeitliche Ableitung und die ist jetzt laut dieser Wellengleichung so groß wie ein konstanter Faktor c². Das c ist dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen multipliziert mit der Summe der zweiten räumlichen Ableitung, also der zweiten Ableitung der Funktion von x, y und t nach x und der zweiten Ableitung dieser Funktion von x, y und t nach y. Ja, um diese 2D-Wellengleichung jetzt zu diskretisieren, ist es nicht verkehrt, wenn man sich erstmal wieder das Lösungsgebiet anschaut, eine kleine Skizze dieses Lösungsgebiets macht. Das ist jetzt hier schon so ein bisschen komplizierter, weil insgesamt gibt es jetzt schon drei Dimensionen, also muss man das ein bisschen perspektivisch zeichnen. Das, was nach oben geht, das soll mal wieder die Zeitachse sein. Und die anderen beiden Achsen spannen jetzt eben dieses räumliche Diskretisierungsgebiet auf. Und zwar soll das hier die x-Achse sein und das soll hier die y-Achse sein. So, und das x soll mal beliebig bis zu einer Koordinate gehen, die ich wieder mit a bezeichne. Und das y soll mal beliebig gehen bis zu einer Koordinate, die ich mit b bezeichne. Sodass durch dieses Quadrat hier eben das Lösungsgebiet mal festgelegt ist und dann geht das eben in zeitlicher Richtung dort nach oben. So, jetzt kann man diese zweidimensionale Wellengleichung eben wieder dadurch diskretisieren, indem man da die Zentraldifferenzierungsformel für die zweite Ableitung einsetzt, die in dem Video für die finite Differenzmethode in einer Raumdimension bzw. in zwei Raumdimensionen erklärt wird. Aber dadurch, dass die beiden Raumdimensionen hier separiert sind, ist das ja sozusagen sowas wie ein eindimensionaler Fall und ein zweiter eindimensionaler Fall. Wenn man das mal macht, dann stellt man wieder fest, dass man eine Gleichung bekommt, in der vorherige Zeitpunkt, der aktuelle Zeitpunkt und der nachfolgende Zeitpunkt drinstecken. Wenn man das jetzt aufschreibt, also diese Gleichung hier diskretisiert und das gleich mal so ein bisschen ordnet, dann folgt da eben draus, dass wir die diskrete Funktion groß i. So, und die hängt jetzt eben dann nicht mehr von x, y, t ab, sondern von den diskreten Indizes. Für das x wähle ich als diskretes Indiz wieder das i, für das y wähle ich jetzt ein j und für das t wieder ein n. Sodass man erstmal hinschreiben kann, dass e für den örtlichen Index oder für die örtlichen Indizes i und j zum Zeitpunkt n plus 1, also vom neuen Zeitschritt, lässt sich ausrechnen und hier stehen jetzt schon die ganzen Umstellungen und Vereinfachungen sind jetzt schon passiert. 2 minus 4 mal rho Quadrat, was das rho Quadrat ist, schreibe ich gleich wieder auf, mal die diskrete Funktion für die Feldstärke an der Stelle i und j zum Zeitpunkt n, dann plus rho Quadrat mal die Abkürzung s, die beim letzten Mal schon benutzt wurde, auch wieder an der örtlichen Stelle i und j zum Zeitpunkt n und dann die
elektrische Feldstärke gegeben durch die diskrete Funktion an der Stelle i und j zum Zeitpunkt n minus 1. Also das ist wieder der neue Zeitschritt, das ist Information vom aktuellen Zeitschritt und das ist der vorherige Zeitschritt. Wenn man das mal vergleicht mit der Gleichung, die für eine Raumdimension hergeleitet wurde, dann sah diese Gleichung fast genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass dort an der Stelle hier eine 2 stand und hier steht jetzt halt eine 4. Sonst die Herleitung ist genau die gleiche, die habe ich mir jetzt hier mal gespart. So, was ist dieses Rho, was steckt in dem Rho drin, das schreibe ich mal hier oben hin. Das Rho ist wieder die Ausbreitungsgeschwindigkeit c mal der zeitliche Zeitschritt Delta geteilt durch die räumliche Schrittweite h. Also in dieser Skizze hier wird das eben wieder räumlich diskretisiert, ein so ein räumlicher Zeitschritt ist h lang, auch in diese Richtung hier wird diskretisiert. Auch hier ist ein räumlicher Zeitschritt h lang und selbstverständlich wird auch in Zeitrichtung diskretisiert und so ein zeitlicher Zeitschritt, der ist wieder mit Delta bezeichnet. Ja, sodass also man hier unten eben ein quadratisches Gitter erhält und das natürlich auch wieder äquidistant ist, um das Ganze als möglichst zu vereinfachen. Und diese Abkürzung S, die hier auftaucht, die ist jetzt so ein bisschen länglicher, die schreibe ich mal hier drunter und wähle mal eine andere Farbe. Dieses S an dieser Stelle ist eigentlich nur eine Abkürzung S an den Orten I und J zum Zeitpunkt N, ergibt sich jetzt eben aus dem Vorgänger und Nachfolger in x-Richtung, also bezogen auf den Index i und auf den Vorgänger aus dem Vorgänger und Nachfolger in y-Richtung, also bezogen auf diesen Index j. Also steckt hier drin, dass nicht das s, sondern das e von i plus 1, j zum Zeitpunkt n, dann, also das ist der Nachfolger in x-Richtung, dann der Vorgänger in x-Richtung, dann der Nachfolger in y-Richtung und der Vorgänger in y-Richtung. Wenn man das mal vergleicht mit der eindimensionalen Lösung für die eindimensionale Wellengleichung, dann gab es natürlich nur eine Raumdimension, dann steckte da eben nur der Nachfolger und Vorgänger in x-Richtung drin und es gab ja da kein j. Und hier kommt jetzt eben doch der Vorgänger und Nachfolger in y-Richtung dazu. So, diese Gleichung ist schon mal wieder ganz nett, weil die zeigt, aus dem vorvorherigen und dem vorherigen Zeitschritt kann man den aktuellen Zeitschritt berechnen, beziehungsweise aus dem aktuellen Zeitschritt und aus dem vorherigen Zeitschritt kann man einen neuen Zeitschritt berechnen. Und das Ganze wird auch, also das Ganze braucht wieder eine Stabilitätsbedingung, das Ganze wird nur unter gewissen Bedingungen stabil sein, nämlich wenn dieses Rho hier kleiner ist als 1 durch Wurzel 2. In dem eindimensionalen Fall musste das kleiner als 1 sein, hier muss das jetzt kleiner als 1 durch Wurzel 2 sein, beziehungsweise man könnte auch sagen, das Rho Quadrat muss kleiner sein oder kleiner gleich als 1/2. Diese Stabilitätsbedingung wieder ohne Beweis, das würde hier zu weit führen. So, jetzt kann man diese Randbedingungen, die natürlich zur eindeutigen Lösung von dieser zweidimensionalen Wellengleichung notwendig sind, mal wieder aufschreiben. Also Randbedingungen. Und zwar wird das jetzt hier ein bisschen ausufernder, weil es gibt natürlich jetzt mehr Ränder. Also im eindimensionalen Fall gab es nur 2 Ränder und im zweidimensionalen Fall gibt es jetzt eben 4 Ränder. Also hier, hier, hier vorne und hier hinten. Diese ganzen Randbedingungen kann man jetzt eben festlegen. Also wir brauchen das e, ich schreibe jetzt die Randbedingungen nur direkt für die diskrete Funktion auf, am Anfang der x-Richtung und dann eben für alle y. Also für den ersten Index in x-Richtung, für alle j und eben auch für alle Zeitpunkte n. Und diese Funktion soll mal, die hieß vorher im eindimensionalen Fall b, die soll jetzt einfach mal bx heißen und die brauchen wir dann eben, also die hängt von y ab und das y ist ja so viel wie j
mal h, also der Index j, multipliziert mit der Schrittweite und dann eben für alle Zeiten. So dass dieses blaue, also diese blau schraffierte Fläche hier hinten, das ist das bx. So, genauso können wir, auch dafür benutze ich mal noch die Farbe blau, festlegen, was soll denn passieren für diese Fläche hier hinten, für diesen Bereich, da wo das x gleich a ist. Da würden wir wieder sagen, da ist der Index an dieser Stelle hier, der ist eben i. Und das i ist wieder so viel wie a durch die Schrittweite h plus 1. Und also an diesem Index i für alle j und für alle Zeitpunkte n brauchen wir da eine Funktion, die hieß beim letzten Mal d im eindimensionalen Fall, die nenne ich jetzt halt hier dx. Auch für alle y, also Index j mal h und für alle t. Und wenn wir das hier auch so einzeichnen, jetzt wird das halt schon so langsam unübersichtlich, dann ist diese Fläche hier vorne, die ist durch das dx gekennzeichnet, also die vordere Deckfläche von diesem Prisma oder von diesem Quader, der hier aufgespannt wird. So, und genauso, dafür nehme ich jetzt mal eine andere Farbe, brauchen wir jetzt noch Randbedingungen für die anderen Flächen, also für da, wo das y 0 ist und da, wo das y genau b ist. Also das e für alle i, aber jetzt an dem Index j gleich 1 und für alle n. Und diese Funktion, die hieß eben beim letzten Mal auch b, die nenne ich jetzt by für alle i mal h, also was den x-Wert ergibt, x-Index mal Schrittweite für alle Zeiten. Und das gleiche nochmal am Ende dieses Bereiches und hier das Ende, den größten Index in y-Richtung, den bezeichne ich mit j. Und das j wäre eben so viel wie b durch die Schrittweite h addiert mit 1. Also für j und halt nicht für j. Für alle x beim y-Index j und für alle Zeiten wäre das dann die Funktion dy von x, also von i mal h und t. So, und selbstredend müssen natürlich diese Funktionen bx, by, dx, dy, die müssen vorgegeben sein. So, und wenn man die jetzt mal hier noch kurz einzeichnet, dann haben wir also hier hinten in dieser schraffierten Fläche, da ist das by festgelegt und in dieser schraffierten Fläche hier vorne, da ist das dy gegeben. Also die Randbedingungen sind jetzt eben keine Funktionen, keine eindimensionalen Funktionen, sondern weil das ein 2D-Problem ist, sind das sozusagen keine Randlinien, sondern Randflächen, die diesen Lösungsquader hier begrenzen. So, und schlussendlich braucht man dann natürlich noch Anfangsbedingungen. Für die Anfangsbedingungen nehme ich jetzt mal wieder schwarz. Und diese Anfangsbedingungen müssen eben festlegen, was passiert für diese Funktion hier unten auf der Grundfläche zum Zeitpunkt 0. Also für alle räumlichen Indizes i und j und zum ersten Zeitschritt, also die Zählung der Indizes beginnt eben nicht bei 0, sondern beginnt wieder bei 1. Ja, und das hieß beim letzten Mal f, diese Funktion, dann nenne ich die auch wieder f, f für alle x und y. X ist Index i mal Schrittweite h, y ist Index j mal Schrittweite h. Und diese Funktion f muss natürlich auch gegeben sein. Und dann hatten wir schon festgestellt, wenn das eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist, dann muss als Anfangsbedingung eben auch die erste Ableitung der gesuchten Funktion gegeben sein, also die erste Ableitung für alle Orte zum Zeitpunkt 0, also für den zeitlichen Index 1, zeitliche Ableitung abgeleitet nach t, und diese Funktion hieß eben g, und das ist jetzt
auch wieder eine Funktion, die von x und y, also i mal h und j mal h, abhängt. So, mit diesen Randbedingungen und mit diesen Anfangsbedingungen sollte dieses Problem eindeutig lösbar sein. Und die einzige Sache, die man jetzt eben noch herausfinden muss, ist, wie groß ist wieder dieser Anfangswert? Also hier kann ich ja aus dem ersten Zeitpunkt, aus dem ersten Zeitschritt und aus dem zweiten Zeitschritt könnte ich den dritten Zeitschritt ausrechnen. Und wenn ich dann den dritten habe, kann ich den zweiten und den dritten hier einsetzen und kann den vierten ausrechnen, und kann den dritten und den vierten einsetzen und kann den fünften ausrechnen und so weiter. Der erste Zeitschritt, der ist durch die Anfangsbedingungen gegeben. Den zweiten Zeitschritt, den man hier braucht, den müssen wir mal irgendwie noch ausrechnen. Das ist, kann man wieder machen, indem man jetzt eine Taylor-Entwicklung, eine einseitige Abschätzung macht für diesen zweiten Zeitschritt hier an dieser Stelle. Und ja, also so wie das in dem Video für die finiten Differenzen mit der Einde-Wellengleichung passiert ist, genauso kann man das hier auch machen. Und diese ganze lange Herleitung, die spare ich mal wieder und schreibe direkt das Ergebnis hin. Und zwar kommt dann raus, dass man das E für alle räumlichen Indizes I und J und eben vom zweiten Zeitpunkt, also wie gesagt, die Zählung beginnt bei 1, sodass das dann der zweite Zeitschritt ist, ausrechnen kann aus 1 minus 2 mal Rho Quadrat mal E von I und J, halt nicht von E mal I und J, sondern da kommen jetzt die Anfangsbedingungen rein. Also mal diese Funktion f hier, dann plus Delta mal diese Anfangsbedingung g von i und h und j mal h und dann plus Rho Quadrat halbe mal diese Abkürzung S, die hier steht, für alle räumlichen Indizes I und J und eben den Zeitpunkt 1. So, und auch die Gleichung sieht eigentlich ziemlich äquivalent aus zu der Gleichung, die in dem Video für die Einde-Wellengleichung hergeleitet wurde. Der einzige Unterschied ist wieder, dass an der Stelle hier damals dort eine 1 stand und jetzt eine 2 steht. Der Rest ist aber exakt das gleiche, bloß dass sich hinter dieser Abkürzung S natürlich jetzt diese etwas längere Form verbirgt mit den zwei Dimensionen und hier eben nicht mehr nur f von x steht und g von x, sondern f von x und y und g von x und y. Eben geschrieben mit den Indizes und multipliziert mit der Schrittweite. So, und dann sind diese beiden rot geschriebenen Formeln wieder alle Formeln, die man braucht, um jetzt diese 2D-Wellengleichung in diesem rechteckigen Lösungsgebiet zu diskretisieren und zu berechnen. Also mit Hilfe der unteren Gleichung kann man aus den Anfangsbedingungen, und hier steckt ja dann in dem S letztendlich auch wieder die Anfangsbedingungen drin, kann man aus dem ersten Zeitschritt den zweiten Zeitschritt ausrechnen, dann kann man den ersten und den zweiten Zeitschritt hier oben in die Gleichung einsetzen, kann den dritten ausrechnen und damit alle weiteren Zeitschritte ausrechnen. Und damit ist dann dieses Problem auch gelöst. Jetzt kann man sich überlegen, natürlich kann man das Ganze jetzt auch auf 3 Dimensionen ausdehnen, indem man dann noch die y-Dimension damit zunimmt. Das macht die ganze Sache jetzt hier anschaulich ein bisschen schwieriger, weil man, um dann alles hier zu zeigen, eben 4 Dimensionen bräuchte, die man sich dann schon wieder ein bisschen schwierig vorstellen kann. Was man auch dazu sagen kann, wenn man das Ganze jetzt in 3 Dimensionen macht, also diese eine dreidimensionale Wellengleichung diskretisieren möchte, dann ist es schlauer, da ein bisschen anders über die Sache nachzudenken und die Maxwell'schen Gleichungen im Grunde direkt zu nehmen und zu diskretisieren und da ein etwas anderes Schema zu verwenden, und zwar, dass man eben nicht nur die elektrische Feldstärke benutzt, sondern auch gleichzeitig die magnetische Feldstärke berechnet und dann das Gitter, auf dem die elektrische und auf dem die magnetische Feldstärke berechnet werden, jeweils um einen halben Gitterpunkt verschiebt. Dieses Verfahren ist als sogenanntes Yi'sches Schema nach Herrn Yi benannt.
Und das ist dann eben das Verfahren, das anzuwenden ist, wenn man das Ganze jetzt noch auf 3 Raumdimensionen erweitern will. Das würde jetzt aber für dieses Video hier zu weit führen.